Recht herzlich willkommen zur 5. Folge von Oxygen Not Included. Ja, wir sind unterwegs, um hier unten den Raum fertigzustellen, damit wir Wasser entsorgen können, schmutziges. Ah, wir sehen jetzt hier, aber wir sehen auch, dass das Wasser auf die falsche Seite runtergeht. Das ist nicht gut. Das funktioniert also nicht hier richtig. Zerlegen bitte und das auf hoher Preo. Und da unten bitte schnell aufwischen. Gucken, ob das dann funktioniert, wenn der da nicht ist. Aber ich glaube nicht, oder? Wir wollen das dann doch aufwischen. Oh, jetzt ist da auch noch das Wasser reingegangen. Okay, jetzt müsste das alles hier funktionieren, aber, oder? Wischt denn da auch einer? Glaube nicht, ne? So. Geht hoch, geht runter, geht hoch, geht runter. Aber das liegt daran, dass da kein Sauerstoff ist, ne? Die Frage, ob wir hier den Schacht daneben auch noch ziehen. Ich glaube nicht, ne? Hier unten war Chlor dran, ne? Puh. Aber hier oben sieht es doch schon viel besser mit dem Sauerstoff aus, oder? Ja klar, da kommt doch schon mal richtig was rein. Oh, irgendwas erstickt. Okay, der ist aber jetzt wieder hochgegangen, ne? Und da ist schon wieder das Wasser gewesen, oder was? Diesmal wird es aber aufgewischt. Super. Und diesmal tropft es auch da rein. Das lag wirklich hier an dem Ding, dass das da war. So, das bedeutet, wir machen... Was machen wir jetzt? Jetzt machen wir... hier den Schacht doch mal weiter runter, oder? Graben wir daneben her noch. Oh, bis da. Dann schließen wir das hier aber auch mal gerade. Und da ja jetzt doch so viel Sauerstoff drin ist, können wir das auch aufmachen. Dieses hier muss ja auch irgendwann runterfallen. Ich weiß gar nicht, ob die da jetzt weg kann. Lass uns mal schnell lieber eine Leiter hier entzaubern. Nicht, dass die da jetzt nicht weg kann, weil das da nicht passt. Okay. Da sind Algen, die da abgebaut werden. Was können wir denn hier nicht weglegen? Erde. Wir müssen unbedingt weiter hier Räume machen, Lagerraum machen. Hier sind sie alle am Pennen gerade, okay. Nur noch die eine Person ist am Arbeiten. Und die kriegt das hier nicht frei, oder wie? Was war das denn jetzt? Ach, die macht sich eine Hose. Die kommt hier nicht weg. So, das heißt... dieses hier mal auf hoher Preo. Und das auch auf hoher Preo. Und schläft nämlich jetzt unten in der Pisse. Auf Deutsch gesagt, ne? Das ist schlecht. Dann auch noch schlecht geschlafen wahrscheinlich. Und das hier ist kein Tor mit dem Ding. Mach das mal dahin und mach dieses hier zerlegen. Und wir stellen das Teil um. So, jetzt kann sie auf jeden Fall da weg. Was sie auch gerne machen tut. Oh Mann. So. Dieses Ding zerlegen wir jetzt mal auch gerade. Und bauen hier mal vernünftig das Teil dahin.
Geht natürlich gerade nicht, weil wir erst zerlegen müssen. So, dann diese Wand dahin. Und dann sanitär das Ausgießding hier wieder hin. Und zwar einmal bitte drehen. Und dafür muss diese Leiter natürlich weg. Die wir jetzt auch nicht mehr brauchen. Nochmal sanitär. Und nochmal O. So, jetzt aber. So. Da wird ordentlich gearbeitet. Ich weiß nicht, was wir hier machen. Wenn wir das aufmachen, ist das Wasser weg, ne? Da ist kein Sauerstoff, genau. Geht immer lieber hoch. Mal das da wegwischen. So, jetzt räubern wir das mal hier frei. Und wir haben keine Forschung an. Das ist ganz schlecht. Luftsysteme. Elektrolyse. Da gibt es die Toiletten, da gibt es richtiges Wasser. Filtration. Lüftung haben wir. Haben wir das? Ne, das haben wir. Wir gehen mal von oben los. Hier sind die landwirtschaftlichen Dinge. Fossile Brennstoffe haben wir, glaube ich, gerade noch nicht. Geräuschverstärker. Wasserstoffgenerator, ja, okay. Grobe Veredelung. Vielleicht sollten wir die grobe Veredelung machen. Das bedeutet erstmal. Was ist denn das hier? Wasserkühler, okay, macht auch Sinn. Fortschrittliche Forschung wäre dann als nächstes vielleicht erst, bevor wir das machen. Ja, das machen wir erstmal. Ja, und das ist unser Weg erstmal. Gut, die Pumpe wird nicht fertig. Keine Ahnung warum. Hier steht immer noch was mit Erde rum. Ja, hier wird jetzt aufgemacht. Das ist auch gut. Da kommt die zweite Forschungsstation dann noch hin. Wir machen hier aber irgendwo mal gerade zwei Ziegel noch runter und eine Tür hin, denke ich mal. Ne, dann reicht das. Das ist dann soweit gut. Da unten können wir das noch weggraben. Okay, da wurde das gemacht gerade. Und hier hinter müssen wir weiterkommen. Schmutzwurzel. Das bedeutet, hier wollen wir sowieso einen Boden hin haben. Und da wollen wir eine Decke hin haben. Und da wird die Tür schon gebaut, das ist schon mal gut. Können wir entwurzeln. Alles raus hier. Entwurzeln. Das ist schon mal so weit, so gut. Da oben müssten wir einen Sauerstoff, nicht einen Sauerstoff, so ein Teil hinmachen. Und die sind schön am Arbeiten da. Und das läuft erstmal. Lass mal gerade nach Bakterien gucken. Okay. Hier sind das. Machen wir. Das kann aber auch zerlegt werden, das Stück. Hier möchte ich gerne das auch noch haben. Wir haben mit der Schmutzwurzel jetzt was zu essen gekriegt. Hier oben muss noch was hin. Was haben wir da gerade für einen Jingle eigentlich gehabt? Ah, da muss gleich einer kommen. Läuft erstmal. Wie weit sind wir denn hier runter? Okay, das dauert noch. Aber die Flüssigkeiten sind auf jeden Fall schon mal genommen worden. Und das hier ist Chlorgas. Da müsste dann hier eine Reihe Ziegel hin, ne? Aber das brechen wir ab, das ist jetzt nicht relevant.
So, jetzt können wir nur einen Duplikanten holen. Haben wir denn noch ein Bett frei? Ja, haben wir. So, dann gucken wir da mal rein. Das wäre natürlich zu essen. Sand brauchen wir wahrscheinlich. So, haben wir zwei Duplikanten. Kein Geschmack, Nahrung, Moral, Bonus erhöht. Luftverbrauch erhöht. Schläft regelmäßig ein. Keimresistent erhöht. Kann Maschinen bedienen. Kann graben. Kann kochen. Doktorfähigkeit, Landwirtschaft, Viehzucht. Ich glaube, das hier ist doch eher unser Mann, oder? Ich glaube, wir machen das so. Und er hat ein Bett. So. Jetzt müssen wir gerade gucken. Da gibt es ja auch dann Fertigkeiten, denn dieser... Oh, da ist die erste hochgegangen. Feldstudienforschung machen wir auf jeden Fall, weil geht dann voran mit der Forschung. Und er ist ja jetzt gerade neu. Dann machen wir erst die Landwirtschaft. So, jetzt steigen die auch alle auf mit der Zeit. So. Hier geht es jetzt leider noch nicht weiter. Das mit dem Wasser hat jetzt wohl geklappt. Jetzt können wir hier noch ein paar Lücken schließen. Und dann müssen wir mal gucken, wie groß wir den Raum ziehen da, ne? Ja. Wir sollten mal da drüber noch weiter graben. Um dann auch hier Dingens machen zu können, ne? Da ist da viel Wasser hier. Und hier hinten müssen wir aufpassen, dass dieses Zeug hier, ne? Der Schleim. Der ist kontaminiert, oder wie soll man das nennen? Die Pumpe ist immer noch nicht fertig gebaut. Warum nicht? Wo fehlt's denn hier dran? Ne? Kommen wir da nicht hin, oder was? Er macht den Kompost rum. Aufräumen sollen sie sowieso überall. Hier kann eine Blume rein. Damit es dann hübscher ist. Da auch. Das hat schon mal geklappt, ne? Ja. Hier muss mal sauber gemacht werden, oder? Wie sieht's denn aus mit kontaminiert? Ja, super. Ist da noch was? Da noch was? Nö. Forschung ist abgeschlossen, gut. Okay, dann müssen wir die nächste Forschung machen. Aber die läuft ja schon, ne? Wir haben ja noch eine zweite an, oder? Ja, das ist die Forschung mit der Forschung. Supercomputer. Fertigkeitsschrubbe. Okay, jetzt haben wir dieses Wasserkühler-Ding. Das müssen wir dann auch mal aufbauen. Macht ja Sinn, das hier oben reinzustellen. Wo die hier sind, ne? So. Okay, schmutziges Wasser ist immer noch ein Thema. Ist auch noch nicht hier gemacht. Warum wird das hier nicht weitergearbeitet? Na, da geht einer jetzt, der Hassan, der geht da jetzt runter und macht das, ne? Wenn er unten ist, ist er eingeschlafen. Na, so sieht's aus. Ah, der hat auch Zeit, ne? So, Forschung läuft. Wie sieht's hier mit Sauerstoff aus? Okay, das ist nicht so gut. Dann müssen wir mal gucken, dass wir da noch was hinkriegen. Er ist noch zufrieden am Laufen. Wie viele Algen haben wir denn hier so? Gucken wir erstmal die Ressourcen an. Error. Alge, 5,4 Tonnen, okay. Aber wir haben ja noch ein bisschen was mehr hier, ne? Ich glaube, wir machen mal hier... ein bisschen weiter. Da ist auch Sauerstoff. Das sind alles Algen hier. Und da brauchen wir uns keine Sorgen momentan machen. Schmutzige Wasser müssen wir nur loswerden. Die gehen jetzt alle schlafen, ne? Ja, bis auf einer, der ist ja... Oh, warte, wir müssen ja hier den Zeitplan noch ändern. Miep.
Wir brauchen neue Zeitplan hinzufügen. Und das wird dann Miep sein Zeitplan auf jeden Fall. Und Miep 8 Freizeit. 4. Und Miep badet. Das ist, was ist denn das hier? Arbeitszeit. Das hier morgens, da schlafen sie. Jean ist unsere Nachtaktive. Da geht die Sonne auf. Und dann machen wir das so und so, oder? Und bitte sogar hier gehen, dass man das dahin macht. Na, lass es so. Oh, wir können da ja die Badezeit noch hinmachen. Und da die Arbeitszeit. Miep hat dann seine Zeit, läuft. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir noch wieder Nachwuchs kriegen, beziehungsweise Nachwuchs nicht, sondern wieder ein Bett machen. Sollten wir hier noch was aushöhlen, ne? Und Leiter können wir natürlich auch runterziehen. Machen wir erstmal so, ne? Einer schläft, die anderen sind am Arbeiten, würde ich hoffen. Wie sieht es hier unten aus? Da macht keiner was. Prioritäten. Gucken wir mal rein. Er kann angreifen, soll er aber nicht. Was macht Miep? Miep macht nichts. Miep kann Landwirtschaft. Miep ist Landwirtschaft das Wichtigste jetzt erstmal. Und aufräumen kann er auch noch. Versorgung und Lagerung machen wir da auch noch bei Max. Bauen. Was haben wir hier noch? Dekorieren. Ah, dekorieren brauchen wir jetzt nur nicht. Aufräumen haben wir schon drin. Wer gräbt denn? Wo ist Graben? Graben ist nur Harold. Kann noch einer mehr graben? Ja, sie hier. Sie macht das als Haupt und geht nur mit Graben helfen. Und Forschung? Wer forscht denn? Kamel. Okay, läuft. Das ist soweit geklärt. Was die gerade machen. Ne? Also hier ist auf jeden Fall was mit Arbeit zugange. Das ist schon mal gut. Ich glaube, das machen wir mal auch hier so. Und da auch nochmal. Dann passt das schon. Die wachsen auf jeden Fall schnell wegen dem Licht. Ja, und hier müssen wir mal kurz gucken, dass wir das ändern. Ne? So, das sind die Algen, die da runterfallen. Lass uns mal schauen, dass wir hier noch zwei hinsetzen und Licht-Overlays hier. Das bedeutet, dieser hier kann weg und der kann weg. Die beiden kommen weg. Aber dafür müssen die erst fertig wachsen, ne? So, da kommt nochmal eine Mehlwurz hin. Mehlholzsamen. Da kommt er schon und pflanzt es ein. Das ist schon mal super. So, und da kommt das gleiche nochmal hin. Pflanzen. So. Sollten wir das... Naja, wir warten erst ab, bis die da fertig sind. Wer war das jetzt? Die zwei letztens, ne? Ja. Also dieser hier... haben wir gerade so, obwohl das nicht funktioniert, aber dann wissen wir, dass wir ab da...
Aufgenommen Erde. Okay. Also dieser kann weg. Was ist hier unten? Noch nix. Warum wird woanders gearbeitet? Ah, hier wird auf jeden Fall Dingens gemacht, sag schon. Lagerraum. Den wollen wir gleich auch ausbauen. Gut. Lagerräum läuft. So. Wie sieht's denn da mit der Luft drin aus? Geht so, ne? Hier ist natürlich schlechter, ne? Aber gerade nicht so entscheidend, weil abgedichtet ist. Erde. Hier muss... organisch. Nee. Landwirtschaft. Nee. Was ist denn das? Nährstoffreich Erde. Okay. Und... Da sind Flüssigkeiten. Es wird nicht geforscht. Forschung. Medizin. Edelzeug da machen. So, hier ist jetzt der zweite Forschungscomputer. Den stellen wir mal gleich direkt daneben. Der braucht Strom. Läuft, ne? So. Kann noch was nicht weggeräumt werden? Hier ist Wasser. Lager nicht verfügbar. Ne, Wasser ist auch kein Lager verfügbar. Weil hier ist ja der Entleerer. Ach, der Entleerer muss noch eingestellt werden für Wasser. So, jetzt ist das gut. So, jetzt zack. Ne, da wollte ich hin. Wird da erstmal aufgeräumt hier. Das Schlafzimmer wird auch aufgeräumt. Und dann wollten wir einen neuen rausmachen. So, wie sieht's denn damit designmäßig aus? Auf jeden Fall schon ein bisschen besser. Und da müssen wir noch Müll wegräumen, dann ist das auch grün. Sauerstoffmäßig ist da erstmal genug. Okay. Hier unten ist noch nichts passiert. Wir haben erst oben genug zu tun. Wie sieht's mit Essen aus? Ah, hier passiert gerade was. Das heißt, den zerlegen wir sofort. Weil der ist ja abgeerntet. Da kommt's Licht noch hin, oder nicht? Ne, da kommt's Licht auch nicht mehr hin. Lass uns gucken, wie es mit dem Licht ist. Ja. Hier muss noch was hin. Noch eine Lampe. Oh, was haben wir hier noch? Also hier haben wir noch diesen... Da kann man die wipen mit, ne? Strom. Ne, Strom war es nicht. Sind's Möbel? Deckenlampe. Passt. Obwohl es nicht passt, ne? Die Lampe muss da hin. Und dann heißt die, mach mal wieder weg. Mau abbrechen. Die muss da erst hin. Die haben wir falsch aufgebaut, sozusagen. Kriegen wir auch noch hin. Die muss noch fertig wachsen. Forschung ist abgeschlossen. Wasserkühler. Und fortschrittliche Forschungsfähigkeit. Supercomputer fertig. Schrubbe, alles gut. Haben wir auch geschafft, ne? Ich mache mir Sorgen ums Essen ein bisschen. Hier könnte noch was gebaut werden. Ist aber auch gerade kein Strom da. Wir setzen mal die Prio. Ach, es ist schon auf 6. Okay, dann lass es so. Gut. Die sind, glaube ich, auch gerade am Aufräumen, ne? Ah, da schau her. Die Pumpe ist fertig. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass das hier nicht nachher überläuft. Was es nämlich schon etwas tut. Ich glaube, wir müssen da nochmal rein. Das Becken muss größer. Ich
glaube, wir machen das mal hier so. Da ist ja nichts. Mal so. Und dann graben wir uns dahin. Brauchen wir aber eine Leiter, sonst kommt der da nicht raus, ne? Gucken, ob es so geht, weiß ich nicht. Muss man ausprobieren. Hier wird auf jeden Fall der Supercomputer fertiggestellt bzw. angeschlossen. Das ist ganz wichtig auch. Wir brauchen Strom. Das ist das, was wir in der nächsten Folge weitermachen. Wir müssen gucken, dass wir weitere Stromgeschichten machen. Wie sieht es mit Wegschmeißen aus, Weglegen aus? Hier fehlt noch was. Lager nicht verfügbar. Hatchling Eye, okay. Das bedeutet, wir machen hier mal Tiereier rein. Können auch alle da reinmachen und dann ist schon gut. Gut, okay. So, das heißt, ich weiß nicht, ob die da hinkommen. Könnte aber sein, weil hier ja, genau, geht. Das war jetzt nicht so toll, weil es da nass ist, aber im Großen und Ganzen funktioniert das erstmal. So. Ja, er baut ab. Ist kräftig dabei. Irgendwann müssen wir gucken, dass wir das Wasser darüber kriegen. Mach da noch einen hin. Ja, er ist begeistert am Bauen. Und wir sind schon wieder begeistert am Spielen, aber wir müssen jetzt hier Schluss machen. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Macht euch ein Abo, wenn ihr es noch nicht habt. Gebt der Daumen, ne, der Daumenfolge hoch, ne? Ne, gebt der Folge einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Macht euch die Glocke an, damit ihr die nächsten Infos kriegt, wenn ich was hochlade. Jo, Diskussionen wären auch ganz cool, wenn ihr mal reinschreibt, was wir als nächstes machen sollen oder sowas in den Kommentaren. Wäre grandios und habe ich alles gesagt? Ich glaube, ich habe alles gesagt. Ich wünsche euch noch was Schönes und bis zum nächsten Mal. Tschüss.